Ich habe mir das Ziel gesetzt, innerhalb von einem Jahr 1 Million Euro zu verdienen. Ob ich das schaffen werde oder nicht, werden wir noch sehen innerhalb dieses Jahres. Aber jetzt erstmal willkommen hier zurück zu einem neuen Wochenupdate hier von mir. Ich werde euch jetzt einfach mal hier genauere Einblicke zeigen, das hatte ich ja versprochen, zu meinem Geschäft, wie das Ganze hier abläuft und wie das auch läuft. Und natürlich, was ich diese Woche getan habe für die Challenge und natürlich auch für das Geschäft. Ich würde sagen, wir fangen direkt erstmal mit dem Kontostand an, das ist vielleicht das Interessanteste. Und hier fällt vielleicht mal die erste Sache auf. Wir hatten einen Sale, den habe ich heute noch reinbekommen. Nur einen Sale diese Woche. Und zwar von ungefähr 19 Euro Gewinn oder beziehungsweise 19 Euro Umsatz nach Versandkosten. Das heißt, dass hier jetzt auch der Kontostand ein bisschen geringer geworden ist. Einfach aus dem Grund, da ich hier bei dem Warenwert die Versandkosten nicht abgezogen hatte. Was natürlich ein bisschen blöd war, aber gut. Das heißt, wir haben jetzt hier natürlich dann trotzdem mehr auf dem Konto, womit wir wieder arbeiten können. Und damit werde ich wahrscheinlich auch diese Woche arbeiten. Das werde ich jetzt gleich einmal ganz kurz erklären. Genau das so viel dazu. Dann werde ich jetzt mal mit euch auf einen Punkt eingehen, der nicht so geil ist. Und zwar habe ich jetzt gesehen, dass am 15.02. mein eBay Shop-Abo abläuft. Ich habe ja für 6 Monate lang einen eBay Premium-Shop. Der läuft jetzt nicht ganz aus, allerdings fällt die Verkaufsprovision für mich ab jetzt an. Das bedeutet, ich muss alle Artikel durchgehen, jetzt kommen wir nicht auf das To-Do, neu einpreisen. Das bedeutet, ich muss jetzt auf alle Artikel 10% abdrücken an eBay, was natürlich blöd ist und da muss ich jetzt natürlich nochmal eine ganz andere Preisgestaltung machen. Ganz, ganz wichtig, sonst mache ich da Minus und das könnte wirklich gefährlich werden. Deswegen muss ich auf jeden Fall ganz schnell machen. Dann eine zweite Sache, ich habe diese Woche einen Dropshipping-Lieferanten aufgeschaltet auf meinen eBay-Shop, das bedeutet, ich habe Artikel von diesem Dropshipping-Lieferanten letztendlich bei mir eingestellt und wenn was verkauft wird, geht die Order direkt an den Lieferanten, beziehungsweise nicht automatisiert, ich muss diese Order verschicken sozusagen, aber das ist ja erstmal fürs erste manuell kein Problem. Das ist passiert, da kann ich aber noch ein paar mehr Artikel aufschalten, trotzdem muss ich da dann jetzt natürlich auch die 10% mit berechnen. Das heißt, dass die Marge von mir natürlich nochmal geringer wird, was beim Dropshipping generell gar nicht mal so hoch ist, da hohe Versandkosten einfach anfallen. Und dann noch eine dritte Sache, an der arbeite ich seit gut einer Woche. Jetzt wird es hier mit ins Video aufgenommen. Ich probiere einen Dropshipping-Store, E-Commerce-Store letztendlich aufzubauen. Was genau in dem Store abläuft, wie das Ganze aussieht, werde ich euch zeigen, wenn das Ganze in der Mache ist. Jetzt gerade bin ich erstmal dran, Designer, das Ganze hat was mit Design zu tun. Das heißt, ich bin gerade dran, erstmal Designer zu finden, mal ein bisschen mit denen zu schreiben, mal zu hören, wie viel kostet ein Design bei euch, wie viel können wir da rausholen, wenn wir nicht, euch garantiere, 20 Orders pro Tag oder Quatsch pro Woche sozusagen zu nehmen. Das Ganze ist ein super interessantes Feld, gerade mit personalisierten Sachen, aber man braucht natürlich auch Designer, auf die man sich Punkt 1 verlassen kann und Punkt 2 Designer, die halt auch einfach preislich stimmen. Das heißt, hier bin ich jetzt erstmal mit Leuten am Schreiben, mal ein bisschen am Fragen, weil den Store an sich aufbauen, ich weiß, wie es geht. Ich brauche natürlich die Sachen, die Produkte dafür. Ich habe da aber auch jemanden bzw. einen Lieferanten aus Deutschland am Start. Das ist auch nicht das Problem. Da muss ich 1-2 Verträge unterschreiben. Das ist aber innerhalb von 2 Tagen mit einer E-Mail getan. Da habe ich die Verträge auch schon vorliegen. Das bedeutet, das ist auch nicht das Problem. Natürlich ist ein Punkt auch Werbung. Ich muss da Werbung drauf schalten. Ich habe eine super geile Idee dafür. Also gerade was halt Werbung angeht, da bin ich in einer Werbeform wirklich sehr von angetan. Ich habe ja auch schon mal einen Store beziehungsweise eine Instagram-Seite aufgebaut. Die hat ja knapp 23.000 Abonnenten damals gehabt, beziehungsweise die hat ja auch noch 23.000 Abonnenten. Ich mache aber nichts mehr auf dieser Website oder auf dieser Instagram-Seite. Aber ich weiß auf jeden Fall, wie man da Traffic drauf bekommt. Und das wird natürlich auch nochmal eine ganz, ganz interessante Sache mit Werbung arbeiten, dies, das, ihr wisst. Wie gesagt, ist noch nicht passiert. Der Store ist erstmal im Aufbau, in der Planung. Wenn, dann möchte ich es auch richtig machen. Bisschen professionell das Ganze angehen. Deswegen, das wird kommen. Das sind meine To-Dos sozusagen für nächste Woche. Was dann bis dahin noch dazugekommen ist von der Liste, beziehungsweise was nicht geschafft wurde, werdet ihr dann hier sehen. Dann gehen wir jetzt nochmal auf meine Käufe ein. Und zwar habe ich Käufe getätigt, trotzdem, dass ich diesen Kontostand hier nicht angerührt habe.
Und zwar gehe ich da ein bisschen auf Risk. Ihr wisst, ich bin jetzt außer diesen 900 Euro, habe ich gerade nichts mehr zum Investieren. Ja, wisst, andere Projekte, Ethereum, NFTs, alles mögliche, Aktien. Ich habe ein riesen Portfolio inzwischen. Es ist wirklich verrückt, was in anderthalb Jahren passiert ist. Ich meine es wirklich ernst, also ich bin wirklich ein bisschen erstaunt, was das sich da alles aufgetan hat. Ich habe viel Lehrgeld bezahlt in diesen anderthalb Jahren. Wird auch vielleicht mal ein Video zu kommen. Aber in wo ich investiert bin inzwischen, ist es wirklich verrückt. Ich muss da wirklich, ich sitze da fast eine Stunde dran, um da meine Tracking zu um da mein Tracking einfach fortzuführen, weil es dafür keine Webseite oder ein Programm gibt, was wirklich diese ganzen Sachen abfragen kann. Genau, deswegen mache ich das auch nur monatlich. Ich bin trotzdem froh, dass ich da ganz noch einen Überblick drüber habe. So, genug geredet. Worum geht's? Ich habe, beziehungsweise bei Lego waren zwei limitierte Artikel verfügbar. Einmal das Home Alone Set, dürften vielleicht manche kennen. Das ist einfach von Kevin allein zu Hause, ein Set, was da rausgekommen ist. War sehr, sehr oft ausverkauft. Kostet bei Lego direkt, wenn man jetzt noch natürlich, also wenn man nur von Netto ausgeht, ich rechne alles hier in Nettozahlen, 210 Euro. Und ja, jetzt kommt das Blöde ein bisschen. Die Preise sind natürlich gefallen, nachdem das Set jetzt verfügbar war. Das heißt, wir sind jetzt ja gerade nur bei 265 Euro brutto. Nach Netto wäre das dann ein Minus letztendlich für mich. Trotzdem, wir sehen hier immer noch, es werden noch die Sets mit 280, 300 Euro verkauft. Das heißt, die Order, die kann ich noch stoppen. Es ist die Frage, ob ich es mache. Da überlege ich gerade dran, ob ich hier das Risiko gehe, dass das Set liegen bleibt. Ich habe hier ganz kurz eine Sache noch am Laufen. Wie bezahle ich das Ganze? Ich werde dafür Klarna benutzen. Ich glaube, bei Klarna habe ich einen Kreditrahmen von 1500 bis 2000 Euro oder so. Das heißt, darüber würde das Ganze laufen. Wir sehen 299, also wir brauchen, um hier Break-Even zu kommen, knapp 280 Euro, meine ich, müssen es sein. Du kannst ganz mal gucken. 285 Euro, dann hätten wir 339. Das Ding ist, wir müssen halt gar nicht mal so hoch kommen, weil bei dem Ganzen ist ein Giveaway dabei. Dieses Giveaway kann ich euch auch mal zeigen. Das ist kostenlos dabei, das heißt, da haben wir nichts für gezahlt. Und das wird gerade bei eBay für 30 Euro knapp verkauft. Wir sehen es hier, 28, auch viele Verkäufe drauf natürlich. Das heißt, das ist super, weil wir da halt einfach dann relativ, ja, einen super Rabatt letztendlich noch bekommen haben auf das Set. Und wir haben natürlich nochmal eine größere Spanne, wo das Ganze sich ansiedeln kann. Wir sehen hier trotzdem, ja, wir könnten hier auf knapp 30 Euro kommen, die wir da an Gewinn machen. Ihr seht, die Marge ist gar nicht mal so hoch. Trotzdem ist es ein Gewinn und bevor das Geld rumliegt, wäre das eine ganz coole Sache. Beziehungsweise wir machen das natürlich dann aus nichts, weil wir uns das Geld dann leihen. Wie läuft das Ganze ab? Und ich sage euch ganz ehrlich, macht das nicht nach. Das ist eine scheiß Idee. Es ist ein Test von mir. Wenn er nicht funktioniert, dann habe ich wirklich ein Problem. Deswegen, macht es bitte nicht nach. Wie läuft das Ganze ab? Ich tue bei Klarna den Kredit aufnehmen, das Ganze bei Klarna bezahlen, mir das Ganze zukommen lassen. Die Titanic, die wird erst ab dem 25. ausgeliefert. Das heißt, da ist dann natürlich nochmal eine größere Gap jetzt nochmal zwischen. Trotzdem hat man bei Lego bis zu 90 Tagen Rückgaberecht. Und ich glaube, bei Klarna kann man 30 Tage, mit Glück 40 Tage hinauszögern, bis man bezahlen muss. Das heißt, dass das Ganze so funktionieren würde. Ob ich das jetzt wirklich durchziehe, ich überlege es noch. Gerade mit diesem Home Alone Set, wir sehen hier, es wären 31 Euro Gewinn bei Ausgaben von 210 Euro. Ist natürlich Prozentsatz gar nicht mal so doof. Wir können das Ganze ja mal ausrechnen, aber ihr wisst ja eigentlich selber, was das für ein Prozentsatz ist. Ich denke mal, jeder von euch weiß, wie man das ausrechnet. Sind 14,9%, die wir darauf machen würden. Trotzdem ist interessanter natürlich ganz klar die Titanic, wir hier kaufen wollen. Da kommen wir auch noch 14,8%. Ich bin einfach gerade, Leute, es ist relativ spät, kann auch sein, dass ich einfach es gerade nicht geschafft habe, das richtig auszurechnen. Dennoch, Titanic muss ich dann, wenn auch so kaufen. Ist bei eBay, oder Quatsch, bei Lego kurz verfügbar gewesen, jetzt bei eBay wieder drin.
Ihr seht, das Ding wird verkauft und zwar am Fließband und zwar für hohe, hohe Summen. Hier ist jetzt sogar eine viel, viel höhere Summe nochmal, als ich gerade als Preiskalkulation genommen habe. Also ich bin gerade mal ganz kurz, Leute, ich bin ganz kurz verwirrt. Ich habe eine ganz andere Preiskalkulation genommen. Wenn wir jetzt hier wirklich von 830 Euro nach Versand ausgehen, dann kommen wir nochmal auf ganz andere Zahlen, glaube ich. Können wir jetzt mal ganz kurz live machen. Ich hau das Ganze dann hier einfach in den Umsatzsteuerrechner. Der rechnet mir das Ganze dann einmal um sozusagen. Dann tun wir das hier noch einmal rein. Und dann hätten wir natürlich nochmal einen ganz anderen Gewinn. Wo wir jetzt hier sogar nochmal die Versandkosten rausrechnen müssen, weil die schon abgezogen sind. Das heißt, wir hätten hier einen Gewinn nochmal von 116 Euro. Heißt, Titanic ist auf jeden Fall profitabel und das wird auf jeden Fall gemacht. Hier ist auch nochmal das Giveaway dabei, das heißt, wir haben sogar auf diese Titanic nochmal knapp 30 Euro Rabatt, beziehungsweise 18 Euro Rabatt, das heißt, wir sind hier knapp bei 500 Euro für die Titanic neu, was ein krasser, krasser Preis ist. Wenn ich warte, die Titanic zu verkaufen, die ist ja jetzt gerade sozusagen, ihr müsst euch das vorstellen, die Titanic ist dauerhaft ausverkauft und ist jetzt einmal verfügbar gewesen. So, und nach der Verfügbarkeit geht natürlich dann das Angebot hoch und die Nachfrage runter, heißt der Preis sinkt. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal warten würde, sage ich mal einen halben Monat oder so, ich muss also sowieso warten, bis sie ausgeliefert wird, dann kann ich trotzdem Preise von 900 Euro, 1000 Euro, also ihr seht, die Preise sind realistisch, 1100 Euro im Januar. Und die wird für das verkauft. Das heißt, ich kann vielleicht, wenn der Preis bis dahin nicht fällt, kann ich auch vielleicht unter anderem 1000 Euro, 1099 Euro nehmen. Und das ist ja dann nochmal ein ganz anderer Gewinn, wenn wir es hier mal ganz kurz reintun. Deswegen, Titanic wird auf jeden Fall gekauft. Ich kann mir die ganze zweimal kaufen. Ich habe zwei Kaufoptionen gesetzt, wie man Kaufoptionen setzen kann. Ist in einem anderen Video. Letztendlich ist er mit Glück einfach nur, ich kann es ja ganz kurz erklären, ich habe bei Lego einfach bestellt, wo da dann steht Nachbestellung und dann habe ich das Glück gehabt, letztendlich, dass ich das Ganze auf Rechnung bestellt habe, aber dann wird gesagt, ey, der Betrag ist zu hoch, du musst es bitte mit einer Kreditkarte oder so bezahlen und dann hast du trotzdem die ganze Zeit diese Kaufoption, es zu kaufen oder halt nicht. Das heißt, der Artikel wird dir trotzdem reserviert. Genau, so viel dazu. Und so sieht's aus. Das sind meine Käufe für diese Woche. Hier dieser große Deal, von dem ich euch letzte Woche erzählt habe, der ist noch nicht verfügbar, der ist noch in der Produktion. Trotzdem zu dem Deal habe ich auch nochmal, muss ich ganz ehrlich noch dazu eigentlich schreiben, nochmal 250 Euro für ein anderes Set investiert. Das Geld ist hier noch nicht abgegangen, weil ich es noch nicht bezahlt habe. Ich muss es aber bezahlen, das ist ganz, ganz wichtig. Und weil ich gerade sehe, die Titanic ist wirklich stark, werde ich wahrscheinlich die Chance nutzen. Ich habe die Chance auf eine Titanic nochmal. Deswegen werde ich wahrscheinlich die Chance nutzen und die Titanic noch ein weiteres Mal kaufen. Es ist nur eine Überlegung, das müsste ich nächste Woche dann machen. Müsste ich einmal für fahren. Ich nehme euch vielleicht sogar mit hin. Muss ich mal überlegen, ob ich das mache. Wie gesagt, muss ich erstmal überlegen. Und sonst, ja, was gibt's noch zu sagen? Die nächste Woche wird auf jeden Fall spannend. Gerade dieser E-Commerce-Store wird das Ganze wirklich umgesetzt. Wie groß kriege ich das Ganze? Wäre aber ein super geiles Projekt, was ich gerne mal angehen würde. Dann bei den eBay-Artikeln neu einpreisen. Nächste Woche könnten der Deal schon kommen. Mal sehen. Und ja, ich habe noch viele, viele andere Projekte dabei. Die sind gerade nebenher am Laufen, am Testen, wie gesagt. Und die werden mit reinkommen in das ganze Projekt, wenn ich die ganzen Sachen umsetze, wenn ich sehe, das Ganze funktioniert. Also das Ding ist, ich habe ein Projekt am Laufen. Das frisst Geld, das wird hier nicht mit eingezogen, das ziehe ich von meinem Privaten ab. Das ist nicht das Problem. Aber wenn das Projekt funktioniert, dann wird es Richtung Ende des Jahres, wird hier plötzlich dann eine Summe von, ich sag jetzt einfach mal, mit wenig Aufwand, also wenn ich einfach nur sage, ich mache da nicht so viel mit, ich investiere nicht so viel, wird hier dann eine Summe von 10.000 Euro Gewinn stehen. Nochmal mit reingerechnet, aber wie gesagt, das wäre wenig, wenn ich es wirklich durchziehe und da Glück habe, wird dann eine Summe von knapp 40.000 bis 50.000 Euro nochmal dabei stehen. Aber das ist erstmal noch Zukunftsmusik.
wie gesagt, es geht hier um realistische Zahlen. Das sind die realistischen Zahlen. Danke, dass ihr bis hierhin angeguckt habt. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. So sieht zum Update aus. Mal gucken, wie es nächste Woche aussieht, ob ich euch hier dann eine Titanic präsentieren kann oder nicht. Das war es jetzt erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und tschüss.